So, ich begrüße euch herzlich zu einer nächtlichen Ausgabe von Bus Simulator 2009. Heute wieder in einer etwas ruhigeren Verfassung, auch wieder in der Nacht. Wir haben 22.18 Uhr und wir fahren heute mal wieder in einer nächtlichen Tour los. Ach, es ist total ungewohnt heute mit der... Es ist total ungewohnt heute mit der Tastatur zu steuern, weil ihr müsst wissen, ich habe heute so einen kleinen Metroid Prime 2 Echoes Marathon gehabt und da habe ich, ja natürlich, da steuere ich die ganze Zeit mit der Wii und mit der Wii-Steuerung, das ist natürlich alles ein bisschen anders, wisst ihr? Das ist ja alles ein bisschen anders gemacht und von daher, ja, es ist so ein bisschen eine Gewohnheitssache hier. Der ganze Kram, das habt ihr jetzt nicht gehört. Das ist ein bisschen Gewohnheitssache, damit dann auch richtig umgehen zu können. Dann wieder mit der Tastatursteuerung. Naja, das passt schon. Ja, wieder schöne Motorengeräusche haben wir mit drin. Nur wir und der Boss. Und unser kleiner Mann hier. Ja, also, was ich zurzeit mache, ist... ich mache zurzeit immer einen kleinen Privat-Livestream für die Leute in meiner Konferenz, dass sie da bei Metroid Prime an sich ein bisschen zugucken können und damit kann ich also über Grabber spielen. Das habe ich mir irgendwie aufgebaut, dass das alles irgendwie klappt. Ich kann selber spielen und selber Sound hören etc. Und ja, kann auch gleichzeitig einen Stream starten und kann trotzdem mit ja einigermaßen guten Bildqualität und einigermaßen guten ja, Bilderzahl kann ich dann auch spielen. Und die anderen können dann eben auch gleichzeitig zugucken. Ganz normal über den Livestream dann halt. Letztendlich könntet ihr das als Person auch. Müsstet dann einfach nur im richtigen Moment eben meinen Livestream erwischen oder einfach auf Follow gehen bei meinem Livestream. Müsstet ihr euch da anmelden auf der Seite und dann könntet ihr jetzt halt sehen, wie ich einen so einen komischen Livestream mache. Ding ist aber, dass ihr nicht meine Stimme hören könnt. Ihr würdet eben halt nur das Spiel sehen und könntet mitchatten mit den anderen Leuten, die dort anwesend sind. Ich natürlich auch. Bin dann natürlich auch anwesend, aber müsst ihr dann selber wissen. Nur so mal zwischenbei gesagt. Was mir jetzt halt als Ziel setze, als Spielziel bei dem, was ich zurzeit mache, ist, dass ich zurzeit versuche, Metroid Prime seit, sag ich mal, ja, jeden Teil halt durchzuspielen, 1, 2 und 3, plus Other M. Ich habe jetzt Metroid Prime 1, habe ich gut durch, das habe ich sehr gut geschafft, und ich war irgendwie mit 83% bin ich da durchgekommen, keine Ahnung, ich habe echt viel gefunden, mir fehlte noch ein Energietank und noch einige Raketencontainer, das war's, glaube ich, auch. Und bei Echoes bin ich jetzt bei der Heiligen Festung fertig und mache mich jetzt gerade auf den Weg, die neuen Schlüssel zu finden. Das ist dieser Artefakt, so wie bei Metroid Prime 1. Ich habe gehört, dass Metroid Prime 3 sehr gut sein soll. Da werde ich mich auch dann als nächstes dran wagen. Und also soll ich sagen, ich bin mal gespannt, wie der dritte Teil ist. Der soll sehr linear sein. Weniger offene Welt soll es dort geben. Soll halt simpler aufgebaut sein als die ersten zwei Teile. Was mir auch, glaube ich, nach den ersten zwei Teilen auch gar nicht mal so schlecht kommt, dass es da nochmal ein bisschen simpler zugeht. Warum auch nicht? Also ich meine, wirklich schaden kann es mir, glaube ich, nicht, wenn ich das mache. Nicht wundern, das war gerade ein kleiner Schnitt gewesen. Einfach nochmal zu synchronisieren, hat irgendwie ein bisschen gehakt, da war ich mir ein bisschen unsicher, ob ich nicht vielleicht nochmal neu starten sollte. Das ist immer so eine Sache, Fraps, müsst ihr wissen, ist immer so ein bisschen unentschlossen, wenn es darum geht. Ja, sag ich mal, eine richtige Zahl rauszukriegen. Was heißt eine richtige Zahl rauszukriegen? Richtig zu synchronisieren. Da muss man ein bisschen aufpassen, manchmal selber. Das ist ja kein Scheiß mal passiert. Ach, hier waren wir doch auch schon mal gewesen. Da war es aber tapp gewesen. Nein, wir können auch in der Metroid Prime. Für mich bis jetzt ist Metroid Prime wirklich eine sehr, sehr schöne Spieleserie. Ich habe den ersten Teil auf dem Nintendo, auf den ganz alten habe ich mal angespielt, das war nichts für mich. Auf dem Super Nintendo habe ich mir Let's Plays von angesehen, unter anderem von Nintendo Capri Sun. Und ja, selber habe ich es mal zu 50% circa durchgespielt, aber für mich war das Spiel sehr schwer und es hat mich auch nicht mehr so doll angesprochen. Dann hatte ich Metroid Prime, hatte ich mir erst den zweiten Teil von Metroid Prime gekauft, Echoes. Das war dann für mich der erste Teil so gewesen, den ich vor der Prime-Reihe gespielt habe. Habe ich auch bis zur Hälfte durchgezockt ungefähr. Und dann habe ich auch gehört. Oh, was soll das denn jetzt? Sehr komisch. Und dann habe ich auch gehört, weil ihr müsst wissen, da war ich glaube ich 14 Jahre alt, 14, 15 Jahre, mein Verständnis für diese dreidimensionale Welt, beziehungsweise das Kartenverständnis dort war für mich einfach noch nicht so aufgebaut gewesen, wie es heute ist. Auch heute ist es für mich echt noch extrem schwer, die Karte dort zu lesen, beziehungsweise mich dort zurechtzufinden. Aber jetzt, naja, jetzt wo ich sie jetzt so 3-4 Jahre später nochmal angehe, muss ich sagen, läuft doch alles super. Irgendwo, also ich hänge immer noch extrem lange dran, man kann sich ja noch die alten Streams ansehen, wie ich da spiele. Da ist das meiste drauf aufgezeichnet, nicht all mein Fortschritt, aber das meiste. Da sieht man,
wie ich halt wirklich extreme Probleme zum Teil habe. Chat könnt ihr leider nicht sehen, denn es kamen einige Insights auch in Form von Titeln in meinem Stream vor. Aber naja, vielleicht seid ihr einfach mal dabei und erwischt einfach den richtigen Moment. Oder ihr followt mich einfach bei JustinTV, dann könnt ihr das auch sehen. Könnt euch einfach mal den Chat vielleicht anschließen und einfach mal ein bisschen mitgucken, so zwischenbei. Man muss ja nicht die ganze Zeit zuschauen, während man sowieso gerade im Internet surft, vielleicht einfach mal vorbeischauen. Schadet ja vielleicht auch nicht. Da habt ihr Leute bei Visabu oder Cyberwing LP, Big Halo Freak, die Fred war auch in letzter Zeit das öfter mal der Freddle. Der ist auch das öfter auch mal da. Naja, und der Illusion Man habe ich auch heute dort gesehen. Ganz lustig, es ist immer eine kleine Truppe da, die nochmal zuschaut. Also wer will, viel Spaß dabei. Ich habe gerne da Leute einfach mal, die sich ein bisschen unterhalten. Ich lese mir das auch sehr gerne durch, weil wie ihr euch darüber unterhaltet, über das Spiel. Ich finde ja immer sehr interessiert drüber. Das ist, glaube ich, so naturgemäß, weil Let's Player, die wollen immer wissen, was die Leute darüber denken, was man da im Spiel macht. Naja. Also, wo kann ich denn noch langfahren? Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich noch weiter langfahren soll. Ich fahre einfach ein bisschen durch die Gegend. Habe gesagt, dass der heutige Teil ein bisschen später kommt. Aber ich weiß noch nicht mal, ob Emre was hochgeladen hat. Kann das sein? Naja. Selbst wenn, dann müssen wir mal schauen. Ich bin mir echt gerade nicht sicher. Natürlich hat er was hochgeladen, der vergisst das nicht. Würde mich echt wundern, wenn er es vergessen hat. Na denn. Machen wir schon. Fahren wir da über Rot. Und da fahren wir auch über Rot. Dafür gibt es natürlich eine Strafe, aber die können wir ja relativ gut ignorieren. Also wie gesagt, Metroid Prime 3 will ich dann noch machen, Corruption. Und dann werde ich Metroid Prime... Other M, das habe ich hier schon seit Monaten liegen, genauso, das ist noch nicht angerührt worden. Und das werde ich dann danach durchspielen. Ich bin ja wirklich schon sehr aufgeregt auf die letzte, besonders auf Metroid Prime 3 und auf den Other M-Teil, wie die so wohl so sein werden. Bin wirklich gespannt, ich freue mich auch schon riesig drauf, die zu spielen. Aber erstmal muss man dafür den zweiten Teil durchspielen und ich sag euch, ich habe heute den ganzen Tag lang, ich habe ungefähr 7-8 Stunden lang habe ich gezockt, ich bin ganz ehrlich, wenn ich denn mal zocke, ich bin eigentlich in den letzten Jahr zocke ich eigentlich relativ wenig. Aber wenn ich da mal zocke und mich ein Spiel wirklich fest, dann höre ich auch so schnell nicht wieder auf und das haben wir heute zum Beispiel wiederfahren. Das war echt ein Rekord gewesen, was sie 7 Stunden oder so, 7-8 Stunden. Und das war echt übel, aber wisst ihr, ich habe jetzt Urlaub und da kann ich mal Zeit auch so verplempern. Also wenn ich dann zocke, dann aber auch richtig. Aber eigentlich nie so wirklich kleine Sessions, das mache ich eigentlich nicht. Wenn schon, dann, wenn ich auch alleine bin und besonders der Livestream an sich und dass halt immer Leute da sind, das reizt dann so ein bisschen. Man hat auch, ich habe zwischendurch auch immer wieder kleine Pausen gemacht. Das ist ja sicher, ich habe jetzt nicht 8 Stunden dauerhaft durchgezockt, das könnte ich gar nicht, aber immer kleine Pausen und dann wieder weitergespielt. Schon, also wirklich schön. Das einfach anzugehen, Metroid Prime 2, auch nicht alleine, sondern einfach, dass andere Leute noch dabei sind. Kann ich nur empfehlen. Auch wenn andere Leute einfach mal nur zuschauen über Stream oder so, es ist echt cool. Also für mich selber als Broadcaster, dann macht es mir riesigen Spaß. Ganz ehrlich, ganz verstehbar tue ich nicht, warum es die anderen so reizt, aber ich weiß nicht, ob ich so lange bei sowas zugucken könnte, also... Naja, aber es wird ja wohl irgendwas für sie bieten. Ich schätze mal, der Chat so an sich, dass sie sich auch untereinander unterhalten können. Das wird es wahrscheinlich sein. Naja, vielleicht schaut ihr einfach mal vorbei. Und ich fahre ja noch einfach weiter meine kleinen Runden. Ist ja gleich vorbei die Zeit, ich merke schon. Ich muss jetzt noch circa eine Minute, glaube ich, aufnehmen. Kann sein. Und dann ist das auch vorbei. Ja, komische Bilder auch hier an der Seite. Guckt euch das mal an, wenn wir schon hier sind. Was ist das denn hier? So, schau mal an, die kommen ja irgendwie so in der halbnackte Frau und so ein Typ, der irgendwie eine Gitarre oder sowas in der Hand hat, keine Ahnung. Echt komische Bilder zum Teil, naja. Muss man auch nicht wirklich verstehen, oder? Komischer Park hier, komisches Dorf, komische Werbung. Naja, ich würde mal sagen, wir sind auch schon gleich am Ende dieser Folge. Und es war wieder ein bisschen ruhiger, ne? Das war wieder ein bisschen ruhiger, ein bisschen angenehmer. Warum auch nicht? Ich fand's schön. Das können wir mal öfters machen. Besonders diese Woche, wo ich jetzt Urlaub habe, werde ich wahrscheinlich die nächsten 3 Episoden, die da noch kommen, auch so ruhig kommentieren. Und außerdem freue ich mich auf meine Nintendo 3DS, der jetzt wahrscheinlich morgen oder übermorgen kommen wird. Ich habe mir nach langer Zeit mal wieder was gegönnt. Das ist jetzt wirklich sehr lange her, dass ich mir aber was gekauft habe. Darauf freue ich mich jetzt wirklich schon sehr. Ist ein Risikokauf. Weiß nicht, ob das wirklich gut sein wird, aber... ich schätze schon, dass ich da keinen Fehlgriff gemacht habe. Ich habe mir wirklich nur Gutes drüber gehört. Lassen wir uns mal wirklich, mal gespannt sein.
Ich will euch jetzt nicht verbieten, Kommentare zu schreiben wie, oh, der 3DS ist wirklich toll oder so. Will ich auch nicht verbieten. Aber ja, zügelt euch so ein bisschen, weil wenn da meine ganze Kommentarsektion nur mit diesem Kommentar wollt, dann finde ich das auch immer ein bisschen doof. So. Bis zum nächsten Mal bei Beruf Simulator 2009. Ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei. Ciao, ciao. Und je nachdem, wie ihr es schaut, eine gute Nacht oder noch einen schönen Tag.